Der Pazifik mit seinen 1000 Geheimnissen. Eines davon ist mehr als 500 Jahre alt. Bevor einst ein Kronprinz der Inka den stillen Ozean, erreichte der Mann mit seinem Gefolge entlegene Küsten und schließlich gar die Osterinsel? Erbauten Steinmetze aus dem alten Peru die Mauern auf dem abgelegenen Eiland? War der Norweger Thor Heyerdahl auf der richtigen Spur, als er mit der Kon-Tiki nach Westen segelte und bewies, dass Winde und Strömungen ein Floß von Südamerika bis Polynesien treiben können? Ein Historiker aus Lima glaubt, die Antwort zu kennen. Er weiß, wer die Südsee für die neue Welt entdeckte und wie die Seefahrer von Osten her auf die Insel kamen. Und mit ihnen Früchte aus Südamerika, die Süßkartoffel und die Kokosnuss. Ein abgelegenes Tal in den peruanischen Anden. Vor 1000 Jahren lebte dort das Volk der Chirimaya, Bauern und Fischer. Für Archäologen eine ergiebige Fundgrube. Im trockenen Boden stoßen sie immer wieder auf gut erhaltene Mumien und wertvolle Grabbeigaben, verborgen in tiefen Erdlöchern. An einem frühen Morgen im Oktober 2002 macht das peruanische Team erneut eine Entdeckung. Grabungsleiter Gerardo Alvarez findet ein winziges Holzfloß. Die Radiokarbon-Datierung ergibt später, dass es 800 Jahre alt ist. 120 solcher Miniaturflöße, die meisten aus Balsaholz, haben die Forscher schon aus der Erde geholt. Die Toten sollten auch die Meere des Jenseits befahren und auf ihrer Reise in die Unterwelt mit allem versorgt sein. Ein Wunder, das uralte Grab blieb bisher von Räubern verschont. Die Menschen der Chiribaya-Kultur holten sich Nahrung aus dem Meer, denn der karge Boden gab ihnen nicht genug zu essen. Und dafür bauten sie einfache Flöße, mit oder ohne Segel. Sie konnten damit Fischgründe fernab der Küste erreichen. Als die Inka im 12. Jahrhundert dieses Tal erobern und seine Bewohner unterjochen, übernehmen sie deren Technik des Floßbaus und der Fischerei. Die Flöße wurden von da an immer wichtiger für Handel und Gewerbe der Andenwelt. Eine Mumie eingewickelt in Sackleinen. Die Archäologin Sonja Guillén hätte sich nicht träumen lassen, in dem verlassenen Tal derart aufsehenerregende Objekte auszugraben. Sie ist wie von einem Fieber gepackt. Ein Floßmodell mit Harpune und Seil. Die Ausrüstung veranlasst die Wissenschaftler zu der Annahme, schon vor Jahrhunderten jagten die Menschen auf hoher See nach Haien und Buckelwalen. Noch heute fahren die peruanischen Küstenfischer mit solch einfachen Flößen aufs Meer hinaus. Längst sind die Netze aus Kunstgarn. Das Handwerk aber blieb das gleiche. 1000 Jahre wie ein Tag. Ausgangspunkt der Geschichte von Tupac Yupanqui. Am Pazifik begegnete der Inka-Prinz einst einer Gruppe von Handelsflößern. Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui ist von ihren Erzählungen so begeistert, dass er ein Abenteuer wagt. Der Sohn und Thronfolger des legendären Inka-Königs Pachacutec ist 25 und bricht zu seinem zweiten Eroberungskrieg ins heutige Ecuador auf. Am Golf von Guayaquil lässt er viele Flöße bauen, macht sich mit ihrer Handhabung vertraut und wagt sich schließlich vor Manta hinaus aufs Meer. 1470. Der Inka-König Pachacutec auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er herrscht über ein riesiges Reich. Sein Sohn Tupac Yupanqui ist oberster Heerführer. Sie nennen sich
Kinder Intis, Kinder der Sonne. Die oberste Gottheit gibt ihnen die Kraft, das Feuer, das Leben und jene militärische Stärke, mit der sie nach und nach alle Gegner unterwerfen. Zur Stunde des Sonnenaufgangs unterzieht sich Tupac Yupanqui der rituellen Reinigung. Wasser aus dem geweihten Quell. Er trinkt es aus der magischen Spondylusmuschel. Vor dem jungen Anführer liegt ein weiter Marsch. So wie das Gold im Feuer geschmiedet wird, so härtet er sich nun in der heiligen Flamme. Er soll nach Norden ziehen und viele Stämme unterwerfen. Sei stark, aber niemals grausam und ungerecht, so die mahnenden Worte seines Vaters. Er überreicht dem Thronerben den goldenen Gürtel des legendären Urahnen Manco Capac. Der Talisman möge den Jungen vor Gefahr schützen. Der Mantel aus der Wolle auserwählter Vicuña-Schafe, ein Zeichen der Unbesiegbarkeit. Sein Enkel Atahualpa soll das wertvolle Stück später in einer Schlacht verloren haben. 50 Jahre nach dem großen Tag Tupac Yupankis eroberten die Spanier das Inka-Reich und töteten seinen letzten Herrscher. Auch die Federkrone, Symbol königlicher Würde, vertraut der Regent dem Lieblingssohn an. Die Priester wissen jedoch, die Gaben nutzen Tupac nur, wenn der Draufgänger sein Temperament zügelt. Sei maßvoll, mein Sohn, und halte dich an die Weisung der Sterne. Tupac verspricht es. Bis zur nächsten Wintersonnenwende will er zurück sein. Begleitet von seinem Hofstaat, von Priestern und Offizieren, macht sich der Thronerbe auf den langen Weg in eine ungewisse Zukunft. Knapp 5000 Leguas, 20.000 Kilometer, umfasst das Straßennetz in der Blütezeit des Reichs. Das Rad nutzten die Inka nicht, denn sie kannten keine Zugtiere. Die aufregende Geschichte des Tupac Yupanqui ist überliefert. 30 Jahre nach der Eroberung Perus durch die Spanier schreibt sie der Chronist Sarmiento de Gamboa für die Krone nieder. Von den Inka selbst existieren keine schriftlichen Dokumente. Geschriebenes Wort sieht das Volk zum ersten Mal bei seinen Besatzern. Der spanische Gelehrte hört mehr als 40 Zeitzeugen. Einer von ihnen erzählt, mein Großvater war Offizier im Heer des Tupac Yupanqui. Er zog mit ihm hinunter zum Pazifik. Dort sahen sie große Flöße und hörten Geschichten von reichen Inseln. Weit draußen, nahe dem Untergang der Sonne. Da beschloss der Prinz, Flöße zu bauen und der Sonne zu folgen. Ein Jahr lang war er unterwegs. Wenn er etwas nicht versteht, zieht der Spanier Dolmetscher hinzu, die korrekt aus dem Quechua, der Inka-Hochsprache, übersetzen. Spätere Aufzeichnungen bestätigen die legendäre Floßfahrt des peruanischen Prinzen. Die Stämme für das Gefährt holten die Einheimischen schon damals aus den küstennahen Wäldern am Äquator. Dort wächst noch heute das leichte Balsaholz, das dem Floß seinen Namen gab. Für ein Experiment lässt Bauer Lorenzo im nahen Bergwald 12 kräftige, gerade gewachsene Bäume fällen. 10 Meter lang, nicht zu grün und auch nicht zu trocken, denn sonst saugen sich die Stämme mit Wasser voll und sinken. Vor Jahren, so erzählt der Alte, bauten 2 Amerikaner ein Floß. Doch das Holz war zu trocken. Nach 4 Wochen auf See sank es. Enrique Guillén hat das Gefährt damals für die Abenteurer gezimmert und viel daraus gelernt. Nun werkelt er mit seinen Leuten an einem zweiten Exemplar. Für eine Mannschaft, die der Route des Inka übers Meer folgen soll. Trotz der leichten Bauweise, Balsahölzer und Bambus verschnürt mit Hanfseilen, wiegt das Fahrzeug immerhin 3 Tonnen. Wird es dem ersten schweren Wetter standhalten? Den 12 Meter hohen Mast setzen die Männer tief in die Planken. Unter der Last des Großsegels muss er der Wucht pazifischer Winde trotzen.
Meister Guillen hat sorgfältig alte Dokumente studiert. Denn das Floß soll den Vorläufern aus der Inka-Zeit gleichen. Die Crew muss sich ranhalten. In 4 Tagen ist Neumond. Dann stimmen die Gezeiten, kommt frühmorgens die Flut, weht ein Landabwind, stimmt alles für den Stapellauf. Doch eine Sorge plagt den Konstrukteur noch. Es sind die Termiten, kleine Insekten, die sich auf See ins Holz fressen und die Stämme von innen aushöhlen. Dann saugen sie sich voll und sinken. Unser Fehler damals, wir haben die Planken nicht kalfatert, das heißt mit Teer bestrichen. Deshalb ist das Floß der Amerikaner gesunken, wegen der Termiten. Historiker haben das Reich der Sonnensöhne oft mit dem der Römer verglichen. In seiner straffen Staatsführung, der militärischen Disziplin und dem Eroberungswillen stand das Inka-Zentrum Cusco dem alten Rom nicht nach. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erreicht das Herrschaftsgebiet der Inka seine größte Ausdehnung und erlebt kulturell die höchste Blüte. Seinen Vater Pachacutec beerbte Tupac Yupanqui später, ein Julius Caesar der neuen Welt. Durch Kriege mehrt er seine Macht. Selbst seine beiden Brüder unterwerfen sich ihm. Oberhalb von Cusco lässt er die Festung Sacsayhuaman erbauen, aus kunstvoll gefügten Blöcken, ein Werk für die Ewigkeit. Schließlich befiehlt Tupac Yupanqui, für geplante Feldzüge in ganz Peru Truppen auszuheben. Der oberste Inka zieht, getrieben von Ehrgeiz, von Schlacht zu Schlacht. Überall im Land will er mit den Soldaten die Stämme unterwerfen und neue Bauten errichten. Schon bald reicht sein Einfluss im Süden bis ins heutige Chile und im Norden bis nach Kolumbien. Tupac Yupanqui ist der 10. Inka-König in Cusco. Mit ihm erlebt das Imperium einen Höhepunkt. Sacsayhuaman hat er geplant und gebaut. Die perfekt gesetzten Quader sind wie eine Botschaft an die Nachwelt. Seht her, kein anderes Volk kann solche Steine setzen. Wir Peruaner sind stolz auf dieses Erbe. Wie die Steinmetze die schweren Quader freilegten und aus dem Fels brachen, wie sie die Blöcke über die Berge an ihren Bestimmungsort schleppten, ist bis heute ein Rätsel. Ebenso unerklärlich bleibt, wie sie ohne geeignetes Werkzeug Kanten schlugen und Konturen der Steine glätteten. Zwar gab es Brecheisen, doch sie waren nicht gehärtet. Das heißt, für die Bearbeitung nicht stabil genug. Den Frondienst in den Steinbrüchen verrichteten Kriegsgefangene und zwangsumgesiedelte Sippen. Eine endlose Plackerei zum Ruhme des Herrschers. Die Steinmetze arbeiteten für die Ewigkeit. Wir haben bislang keine Werkzeuge gefunden, die auf eine hochentwickelte Technik hindeuten, wie wir sie heute kennen. Der Fels wurde nur mit einem härteren Stein behauen. Eine Fertigkeit, die jeder erlangen konnte, der Willen und Ausdauer hatte. Die gewaltigen Bauwerke dienten höheren Zwecken. Sie blieben dem Inka, seinen Göttern und der Regierung vorbehalten. Keines war als Wohnstätte für einfache Menschen gedacht. Nahm Tupac die Steinhauer sogar mit auf die große Seereise? Niemand weiß es. Der spanische Chronist überliefert, eines Nachts hatte Tupac Yupanqui einen Traum, der ihm die Zukunft offenbarte. Er werde an den Rand des großen Meeres kommen, wo Gott Inti allabendlich in den Fluten versinkt. Am Ufer werde er Seeleute treffen, die ihm von fernen Inseln berichten, mit vielen Bewohnern und reichen Schätzen. Da habe der Inka in Trance den Antarqui rufen lassen, einen Zauberer, der sich im Gefieder eines Vogelmenschen in die Lüfte schwingen konnte. Er sollte zu den fernen Inseln vorausfliegen und erkunden, ob sie erreichbar seien und wie viele Monde die Fahrt dauere. Der Vogelmensch kehrte mit der Kunde zurück. Die Berichte der Seeleute stimmen. Das bewog den Sohn der Sonne, das gefahrvolle Unternehmen zu wagen. Soweit der Traum. Eine schicksalhafte Entscheidung, zumindest für viele seiner Gefolgsleute. Ein langes Jahr voller Entbehrungen und Gefahren brach an.
Zur Zeit der Aussaat hatten Tupac Yupanqui und sein Heer die Residenz Cusco verlassen. Kartoffeln und Mais waren längst reif und eingefahren. Die Bauern hatten schon die Wintersaat ausgebracht. Die Inka sind berühmt für ihre landwirtschaftlichen Erfolge. Die zähen Indios trotzten den kargen Böden reiche Ernten ab. Von ihren kleinen Höfen aus bestellten sie die Felder, sogar in extremen Höhenlagen. Kunstvolle Bewässerungsanlagen machten selbst kleinste Flächen an Steilhängen fruchtbar. Die Bergwerke der Anden lieferten Gold und Silber im Überfluss. Die Sterne standen also günstig für ein großes Abenteuer. Was die Spanier später von der gefahrvollen Reise Tupacs hörten, sind nur Bruchstücke aus der Erinnerung von Nachfahren. Die Legende erzählt, eines Tages ernteten die Indios im Urubamba-Tal Kumara, Süßkartoffeln, mit der Chaquitaclia, einem Grabstock, den sie auch heute noch benutzen. Auf seinem Weg zum Meer kam Tupac Yupanqui an einem der großen Felder vorbei. Völlig überrascht hielten die Bauern in der Arbeit inne und erwiesen dem Gottgleichen ihre Reverenz. Er ließ sofort anhalten, um die Huldigung seiner Untertanen entgegenzunehmen. Dem Herrscher näherte sich eine alte Bäuerin, in den Händen einen Korb voller Süßkartoffeln. Eine couragierte Aktion, denn allein der Priester und kein gemeiner Sterblicher durfte zu dem Sohn der Sonne sprechen und ihm in die Augen schauen. Ich danke euch für das Geschenk, liebe Frau. Ich werde es mit auf meine Reise nehmen, sprach der Fürst. Und so fand die Süßkartoffel ihren Weg hinunter zur Küste und über den Pazifik in die Südsee. Mit Tupac Yupanqui reisten, außer dem Know-how der Steinmetze, auch der Flaschenkürbis und die Baumwolle übers Meer. Zudem viele Inka-Legenden. Schilderungen, die auch der peruanische Historiker für seine Theorie herangezogen hat. Was die Entdeckung Ozeaniens durch die Inka angeht, stütze ich mich auf drei alte spanische Chroniken. Die des Sarmiento de Gamboa, die des Paters Balboa und die Überlieferungen des Söldners Martín de Murúa. Aber es gibt noch 50 weitere Berichte aus dem 16. Jahrhundert, die übereinstimmen. So ist es mir gelungen, die Odyssee des Inka Tupac Yupanqui zu rekonstruieren und seine Biografie zu schreiben. Die liegt jetzt vor. Der Inka kannte den Weg durch die Berge von zahlreichen Feldzügen. Das ausgedehnte Wegenetz mit Seilbrücken über die Flüsse ließen ihn gut vorankommen. Unterwegs nächtigte er in Garnisonen. Und doch wäre der oberste Inka ohne die Kunde der Chaskis, der schnellen Boten, nie sicher gereist. Die Läufer, eine Art Nachrichtendienst. Ihre Aufgabe, die einzelnen Haltestationen auf den hohen Besuch vorzubereiten. Der Chaski führte den Quipu, eine Knotenschnur, mit sich. Die geknüpften Fäden, eine Art Schriftersatz und Gedächtnisstütze. Der Priester gibt die Botschaft an den Inka weiter. Die nahe Garnison hat bereits Speisen für den Tross vorbereitet und bietet ausreichend Lager für die Nacht. Zum Dank lässt der oberste Führer dem Boten Coca-Blätter überreichen. Aus königlicher Hand ein unschätzbares Geschenk. Es gibt dem Chaski Kraft und Ausdauer für die weiten Wege durch die Berge. Dem Experiment der Floßbauer droht das Aus. Schwere See hat das Fahrzeug kurz vor der Fertigstellung erfasst. Es ist tief in den Sand gesackt. Die Männer haben Mühe, es freizuschaufeln. Eine kleine Katastrophe, soll es doch in wenigen Tagen auslaufen. Zum Glück ist der turmhohe Mast gut verteut und die Verschnürung der Stämme hält. Ein gemeinsamer Kraftakt löst das Problem. Jetzt steht das Kalfatern der Balsa-Stämme auf dem Programm, das heißt das Imprägnieren mit flüssigem Teer. Diesmal sollen die Termiten, die sich auf dem Meer ins Holz fressen, keine Chance haben. Am nächsten Tag feiern die Einwohner im nahen Salango das Fest der Flößer. Es folgt einer alten Tradition.
Ein Spektakel der Pantomimen, Possenreißer und schönen Mädchen in tropischer Tracht. Als Glücksbringer haben sie Spondylusmuscheln mitgebracht. Der Überlieferung nach sind von der Küste im heutigen Ecuador schon vor 3000 Jahren Flößer ausgefahren. Eine geschichtsträchtige Region. Unter den Augen der begeisterten Zuschauer erreichen die sinnenfrohen Darbietungen allmählich ihren Höhepunkt. Eine einzigartige Schau, zelebriert zu Ehren von Seejungfrau und Neptun, den uralten Symbolen für das Meer. Obwohl sie schon lange nur noch kleine Flöße bauen, das traditionelle Handwerk haben die Einheimischen nicht verlernt. Als die Spanier 1526 vor der Küste von Ecuador ein Floß kaperten, nahmen sie 20 Indios gefangen. Frauen und Männer, die sich damals, nach 50 Jahren, noch an die Pazifikfahrt des großen Inka erinnerten. Tupac Yupanqui war ein zweiter Kolumbus. Und die Seeleute seiner Zeit standen den Wikingern nicht nach. Sie wussten, wie man von hier aus nach Westen segelt und die Südseeinseln erreicht. Der Inka entdeckte mit ihrer Hilfe Ozeanien. Die Strapazen auf See waren nicht so groß, wie man denken könnte. Die Floßfahrer kannten die Strömungen und die Winde. Ihre Flöße waren sicher und ließen sich leicht navigieren. Dank der Stechschwerter. Ich kann mir die Pazifikfahrt gut vorstellen. Das heitere Leben an der tropischen Küste mag den Herrscher aus dem Hochland fasziniert haben. Vor allem die Seeleute, ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Hell- und Dunkelhäutige, Gaukler, Feuerschlucker und Prahlhänse, die vorgaben, die ganze Welt zu kennen. Tupac Yupanqui hatte in den Monaten zuvor die Stämme an der Küste blutig niedergeworfen. Nun leisteten sie ihm Tribut, schickten ihm ihre schönsten Töchter. Und der Inka war kein Kostverächter. Besonders liebte er die Spondylusmuschel, ein Aphrodisiakum, wohlschmeckend wie die Auster. Der Regent ließ Seefahrer aus fernen Ländern zu sich bringen. Unter ihnen ein Polynesier. Tupac wollte wissen, woher der Mann kam. Denn die exotischen Gesichtszüge waren dem Sohn der Sonne fremd. Er stamme aus einem Land jenseits des Meeres. Auf dem Weg dorthin lägen viele Inseln. Als Tupac Yupanqui die Worte vernahm, gab es für ihn kein Halten mehr. Sofort gab er den Bau von zahlreichen Flößen in Auftrag. Die Flößer vor Ort beschworen ihren Vogelgott, er möge die Abenteurer beschützen. Schon beim nächsten Neumond wollte Tupac Yupanqui mit seinen Getreuen in See stechen. Unter den Einheimischen suchte er die erfahrensten Navigatoren aus. Auch tüchtige Handwerker zum Ausbessern der Flöße durften nicht fehlen. Den Alltag der frühen Küstenvölker hat ein moderner Künstler auf riesigen Wandbildern festgehalten, als farbenfrohe Erinnerung an eine längst vergangene Kultur. Bei Ankunft großer Flöße, beladen mit unterschiedlichsten Produkten, war groß und klein auf den Beinen. Gelegentlich kamen befreundete Stämme und brachten den Ankömmlingen Gastgeschenke. Die Menschen am Pazifik lebten vorwiegend vom Handel. Unter den Waren rätselhafte Figürchen. Ihr Aussehen ähnelt den massiven Steinköpfen auf der Osterinsel. Keramiken des Moche-Volkes aus Nordperu, darunter ein Vogelmensch. Terrakotten von einzigartiger Güte, mit allegorischen Darstellungen mutiger Seefahrer. Mangels Schrift formten die Künstler ihre Geschichten in Ton. Das berühmte Floß der Muisca aus vorkolumbianischer Zeit. Miniaturen aus purem Gold. Dargestellt ein Fürst mit seinem Gefolge auf großer Fahrt. Das Kunstwerk hat wesentlich zur Legende vom Goldland Eldorado beigetragen. An der Küste von Salango sind die stürmischen Vollmondnächte vorüber.
Stapellauf für das endlich fertiggestellte Floß. Das ganze Dorf hilft mit, das schwere Gefährt ins Wasser zu lassen. Ein Großereignis. Wie zur Zeit der Inka schmücken die Menschen noch heute die Flöße mit großem Aufwand, mit grünen Zweigen und Blumen aus den Gärten. Die Jungfernfahrt soll unter einem guten Omen stehen. Wird das nach alten Plänen gefertigte Modell dem Pazifik trotzen? Oder sinkt es bereits beim ersten Sturm? Und schon geht es los. Die Flut trägt das Floß hinaus. Der Mast steht fest, die Taue halten. Der Kapitän, ein erfahrener Seebär, tauft es auf den Namen der Meeresgöttin Uminia. Der Wind steht günstig, doch das baumwollene Großsegel, vom Morgentau schwer wie Blei, lässt sich nur mühsam hissen. Dann setzen die Männer zum ersten Mal die Stechschwerter, die das Floß präzise steuern sollen. Das Risiko einer Fahrt über den Pazifik, im 21. Jahrhundert vergleichsweise gering. Moderne nautische Geräte und ein Satellitentelefon, die elektronischen Helfer der Neuzeit. Seit es Thor Heyerdahl mit der Kon-Tiki schaffte, haben mehr als ein Dutzend Abenteurer versucht, den Pazifik auf einem Floß zu überqueren, ohne nennenswerte Havarie. Warum sollte es nicht schon den Inka vor 500 Jahren gelungen sein? 1947 segelt Thor Heyerdahl von Peru Richtung Westen, auf der Route des legendären Kon-Tiki Viracocha. Es heißt, der König sei einst aus seinem Reich am Titicacasee vertrieben worden. Der Flüchtling folgte der Sonne über den Pazifik und gelangte nach Polynesien. Nach 101 Tag erreicht Heyerdahl das Südsee-Atoll Raroya. Dort wird die Kon-Tiki über das Riff geschleudert und zerbricht. Doch der Forscher konnte beweisen, ein einfaches Floß schafft es, den stillen Ozean zu überqueren, dank günstiger Strömungen und Winde. War der legendäre Kon-Tiki in Wirklichkeit der Inka Tupac Yupanqui? Vieles spricht dafür. Auch wenn die spanischen Chroniken in einem Punkt übertreiben, sie berichten von 20.000 Soldaten auf Hunderten von Flößen. Die Flotte war eher klein. Auf dem Hauptfloß der Fürst mit seinen Steuerleuten, Priestern und Konkubinen. Sie gehörten zum festen Gefolge und dienten dem Inka. Nahrung ließ sich leicht beschaffen. Den Seefahrern folgten stets Schwärme von Fischen. In den warmen Gewässern am Äquator ließ der Herrscher nach dem begehrten roten Gold tauchen, der wertvollen Spondylusmuschel, auf die er nicht verzichten wollte. Die einzig wirkliche Gefahr in jenen Breiten? Die allgegenwärtigen Haie. Zum Schutz vor den Raubfischen rieben die Männer ihre Körper mit giftigen Tinkturen ein. Mit schweren Steinen als Gewicht suchten sie in der lautlosen Tiefe. Die Gier nach der beliebten Muschel treibt auch heute noch viele Taucher in die Gegend. An die Stellen, wo der kalte Südstrom auf warme Gewässer trifft. Dort liegen die reichsten Muschelbänke, in etwa 10 bis 20 Metern Tiefe. Für Geübte ein Kinderspiel. Schon vor 4000 Jahren holten Schwimmer die Muyus vom Meeresgrund. So nennen die Einheimischen die bizarre Muschel. Am wertvollsten ist die rote Spondylus princeps. Als Kleinod und Zahlungsmittel wurde sie in den Küstengebieten von Südamerika hoch gehandelt. Gab es in einem Jahr auffällig große Bestände, so war dies ein Zeichen, dass sich die Gewässer erwärmten und El Niño nahte. Die Klimakatastrophe deuteten die Inka-Priester und Bauern damals als Warnung ihrer Götter. Seit Wochen ist Tupac Yupanqui mit seinem Gefolge unterwegs. Nur selten hat sich die Sonne gezeigt. Mit flinken Händen angeln die Männer Fische. Sie sorgen dafür, dass jeder an Bord ausreichend zu essen bekommt. Süßwasser führt die Truppe in hohlen Bambusrohren mit.
Die Indios fangen den Regen auf und bringen am Morgen den Tau aus den Tüchern. Außer Fisch stehen gerösteter Mais und Kartoffeln auf dem Speisezettel. Auch Trockenfleisch und Kokosnüsse gehören zum Vorrat. Doch bei allem Mangel an frischem Gemüse berichten die Quellen weder von Skorbut noch von anderen Krankheiten. Bei Tag halten sie die Flotte leicht auf Kurs. Sie folgen einfach der Sonne. Das Gestirn zieht in den Breiten am Äquator schnurgerade von Ost nach West. Bleibt die Sonne aber im Nebel verborgen, geraten auch die erfahrenen Steuermänner in Zweifel. Zum Glück ist der Mann aus Polynesien dabei. Der Passagier weiß oft Rat, denn er kennt die Route. Für die Kursbestimmung benutzen sie ein einfaches Instrument, einen Vorläufer des Sextanten. Der Steuermann misst den Höhenwinkel zwischen Horizont und Gestirnen. So kann er wenigstens vage die gewünschte Fahrtrichtung festlegen. Und doch, sie bleiben der Gunst der Götter ausgeliefert. Eines Morgens endlich ertönt das lang ersehnte Signal. Land in Sicht. Lange schon ist die Inka-Expedition unterwegs. Zunächst zu Fuß von Cusco bis zur Küste bei Manta. Und von dort aus viele Wochen über den stillen Ozean. Am Horizont die Insel Mangareva. Nach kurzem Aufenthalt segelten die Söhne der Sonne weiter zur Osterinsel. Soweit die These. Die spanischen Chronisten hingegen überlieferten nur die Namen Auachumbi und Ninachumbi. Der Historiker Antonio del Busto deutet Auachumbi als Mangareva. Das tückische Korallenriff vor dem Eiland habe Tupac Yupanqui auf einem der kleinen Flöße mühelos überquert. Er geht sogar noch weiter und nennt den Inka den wahren Entdecker Ozeaniens. Die Quellen sagen, es war eine von vielen Menschen bewohnte Insel, auf der es großen Reichtum gab. Waren sie in der Heimat des Polynesiers angelangt? Fest steht, vor Mangareva trägt eine Meerenge den Namen des großen Tupac. Vielleicht brachten die Männer auch die Kokosnuss mit. Ursprünglich gedieh sie dort nicht. Die Brotfrucht hingegen war in der Südsee schon früher heimisch. Die Kokosnuss, ein ergiebiges Nahrungsmittel. Sie liefert Milch und Öl im Überfluss. Botaniker wissen, die Frucht kann nicht als Treibgut angelandet sein, denn schon nach wenigen Wochen im Wasser verfaulen ihre Keime. Den Aufenthalt auf Mangareva nutzte Tupac Yupanqui für die Instandsetzung seiner Flotte. So die Vermutung. Annehmlichkeiten bot die Insel nicht, vielmehr aber Gelbfieber und Malaria. Zur Sicherheit schlugen die Söhne der Sonne ihr Lager in den meernahen Höhlen auf. Die Fremden müssen den Ureinwohnern wie Außerirdische erschienen sein. Noch heute, 500 Jahre später, erinnert ein alter Brauch an den Besuch aus Südamerika. Die Insulaner tanzen die Geschichte des mutigen Tupac, der einst mit der aufgehenden Sonne aus dem Osten kam. Mit Flößen sei er gelandet, wie sie die Polynesier nie zuvor gesehen hatten. Die Männer betätigten zwei schauflige Paddel, eine Errungenschaft aus dem Andenreich. Die Legende vom großen Inka-Fürsten kennt auf Mangareva fast niemand mehr. Die traditionelle Feier längst nicht mehr als ein Brauch. Nur der Dorfälteste erzählt hin und wieder seinen Landsleuten die abenteuerliche Geschichte, so wie seine Großmutter sie ihm in blumigen Worten überlieferte. König Tupac kam in Begleitung seines Bruders und mit großem Gefolge von Osten. Nach ihrer glücklichen Landung auf Mangareva erbauten sie den Göttern zum Dank zwei Tempel, sogenannte Marais, mit großen Findlingen und Steinblöcken, wie sie es gewohnt waren. Tupac hat den Bewohnern von Mangareva reiche Geschenke hinterlassen, Kokospalmen und Süßkartoffeln. Eines Tages verließ er die Insel, wie er gekommen war. Der Polynesier blieb auf Mangareva zurück. Viel mehr aber weiß die Chronik über ihn nicht zu berichten. Offen bleibt,
mit welchem Floß er einst an der Küste des Inka-Reiches landete und warum der kundige Seefahrer seine Mannschaft dort verließ und sich Tupac anschloss. Ohne die Hilfe des Insulaners reisen die Hochlandperuaner weiter. Mit günstigen Winden segeln sie Richtung Heimat. Nur wenige Spuren blieben zurück und zeugen von ihrem Aufenthalt. Für viele Wissenschaftler aber wichtige Indizien. Ich halte es für wahrscheinlich, dass ein Inka Polynesien erreichte. Von der technischen Seite her war das kein Problem. Es gab damals erfahrene Seeleute an der südamerikanischen Küste. Aber welche Bedeutung hatte die Reise für die Geschichte der Südsee? So gut wie keine. Sie war ein singuläres Ereignis, das in der Besiedlungsgeschichte dieser Region kaum Spuren hinterließ. Wenn die Diffusionstheorie Sinn machen soll, dann muss es einen nachhaltigen kulturellen Austausch gegeben haben. Und das war bei der eher zufälligen Reise des Inka-Fürsten nicht der Fall. Wenn aber doch, dann müsste die Geschichte der Entdeckungen im Pazifik neu geschrieben werden. Von der großen Fahrt des Tupac Yupanqui erfuhr die Nachwelt aus zweiter Hand, nämlich von spanischen Historikern. Doch es gilt als gesichert, südamerikanische Flöße überquerten den stillen Ozean. Wertvolle Gastgeschenke führte der Inka mit sich. Darunter goldene Tumis, Ritualmesser, die in Peru hoch im Kurs standen. Kostbare Stoffe, Webereien aus den Tälern von Nazca und Lambayeque. Seltene Lapislazuli-Steine aus den Minen in den südlichen Anden. Damals eine gefragte Exportware, die bis nach Mexiko verschifft wurde. Natürlich hatten sie auch Spondylus-Muscheln und Perlmutt dabei, sowie antike Keramiken aus Peru, schon damals über 1000 Jahre alt. Die magischen Kräfte des Vogelmenschen allein trugen kein Floß voran. Es bedurfte der Technik der Stechschwerter, um das Gefährt auf Kurs zu halten. Einer Technik, die in der abendländischen Seefahrt fast unbekannt war. Die Schwerter, zwei am Bug und zwei am Heck, machten nur in Verbindung mit dem Segel Sinn. Ein künstlicher Kiel, der es den Männern erlaubte, die Richtung zu ändern und sogar zu kreuzen. Auf See wechselte das Wetter ständig, von völliger Windstille hin zu tosenden Stürmen. Dann drohte die Takelage zu reißen, das Floß zu zerbrechen. Sofort musste das schwere Segel eingeholt werden. Stoisch klammerten sich die Indios an alles, was Halt bot. Stets einen Klumpen Kokablätter im Mund. Auch die Navigation auf den schwankenden Planken ein Glücksspiel. Für den Kronprinzen aus Cusco, der zum ersten Mal auf dem Meer unterwegs war, muss das Abenteuer ein einziger Albtraum gewesen sein. Die Sehnsucht nach der Ferne forderte ihren Preis. Nach langen Wochen auf den Wellen die Erlösung. Sie nähern sich einer Insel. Einheimische fahren ihnen entgegen, denn für die Inka ist es unmöglich, aus eigener Kraft an Land zu kommen. Nur in wenigen Buchten können sie anlegen. Sonst beherrschen steile Felsen die Küste. Für Ortsunkundige eine schwere Aufgabe. Im Morgengrauen leiten die Helfer die Flotte der Fremden zum Strand. Eine gespenstische Stille liegt über dem Land. Landeten die Inka auf Ninachumbi, der vulkanumgürteten, auf der sagenumwobenen Osterinsel, wie sie heute heißt? Die Bewohner von Mangareva hatten dem Fürsten von großen Götterstatuen erzählt. Sie thronten auf einer Insel, die ihre Bewohner Nabel der Welt nennen. Die Mannschaft sichert das Hauptfloß. Aus Furcht, die Flut könnte es davontragen. Ehrfürchtig blicken Tupac Yupanqui und sein Gefolge auf die gewaltigen Monumente. Solche überdimensionalen Figuren haben die Peruaner nie zuvor gesehen. Riesige Wächter aus Tuffstein, einzigartige Wahrzeichen, die weit ins Land blicken.
Wer hat die Kolosse aus dem Fels gehauen und überall aufgestellt? Die stummen Zeugen, die zu Hunderten am Hang eines Vulkans stehen, Abbilder von Göttern oder Ahnen, als ewiger Schutz für die Bevölkerung. Der Norweger Thor Heyerdahl hielt die sogenannten Moais für das Werk altperuanischer Steinmetze, gefertigt von Gefolgsleuten des legendären Führers Contiki Viracocha. Heute wissen die Forscher, dass Siedler ab dem 4. Jahrhundert die mächtigen Statuen schufen. Steinritzungen stammen jedoch aus späterer Zeit. Rätselhaft der Ahu, ein Steinaltar mit Grabkammern, hochgezogen aus massiven Quadern, fein gefügt wie die Mauern der Inka-Festung von Cusco. Eine Hinterlassenschaft von Tupac Yupanqui, eine Art Visitenkarte, seht, wir waren hier. Nein, das sind doch sehr weiche Steine, die jeder behauen kann. Wenn man die Blöcke genau betrachtet, stellt man fest, dass sie nicht so fein gearbeitet sind wie die von Cusco in Peru. Sie täuschen das Auge. Die Quader sind nur auf der Vorderseite fein aneinander gepasst. Nach hinten verjüngen sie sich aber. Ich vergleiche die Blöcke immer mit Fernsehgeräten, die nach vorn Wirkung machen sollen, hinter die man aber nicht schaut. Auf der Rückseite sind die Steine nur dürftig behauen. Doch keine andere Insel weist vergleichbare Mauern auf. Im pazifischen Raum beherrschten nur die Inka-Steinmetze die hohe Kunst des nahtlosen Fugens. Zwischen die Blöcke passt nicht einmal die Klinge eines Messers. Die Bearbeitung der Rückseite hingegen hielten sie nicht für notwendig. Ich glaube, dass die Kunst auf der Insel selbst entstanden ist und vielleicht hat sie sich dann nach ganz Polynesien ausgebreitet. Die Steinaltäre auf den Nachbarinseln stammen fast alle aus der gleichen Zeit. Die Kontakte zwischen der Osterinsel und der übrigen Südsee waren früher viel intensiver als heute. Auf einem nahegelegenen Feld erntet eine Bäuerin Süßkartoffeln. Die Feldfrucht heißt bei den Einheimischen Kumara, ein Indio-Wort, das auch die Andenbewohner vor 500 Jahren schon benutzten. Es steht außer Zweifel, dass die Kartoffel mit Seefahrern in die Südsee gelangte. Auf den Märkten der Insel verkaufen die Händler die Kumara in großen Mengen. Sie gehört zu den Hauptnahrungsmitteln. Archäologen und Botaniker gehen inzwischen davon aus, das Produkt kommt aus dem fernen Südamerika. Als der holländische Admiral Roggeveen die Insel am Ostersonntag 1722 wiederentdeckte, waren die Steinaltäre zerstört, die meisten Statuen gestürzt. Eine Revolution hatte die Zeugnisse der Vergangenheit hinweggefegt. Thor Heyerdahl unternahm zwei Expeditionen zu dem Eiland, auf der Suche nach verlorener altperuanischer Kultur. In der Bucht von Anakena ließ er graben. Dort soll der Überlieferung nach ein fremder König gelandet sein. Er legte das Fundament eines Ahus frei. Große Blöcke, perfekt zusammengefügt. Der Forscher war überzeugt, dass Steinmetze der Inka das Monument erbaut haben. Den Beweis für die These erbrachte er nicht. Dennoch glaubte Thor Heyerdahl unbeirrt, dass die Osterinsel von Südamerika aus besiedelt wurde. Sein Pionier der Südsee heißt Contiki Viracocha, ein berühmter Vorfahre von Tupac Yupanqui. Es war eine Zeit der Kriege und der Dürren. Die Inka hatten die Anden bis zum Pazifik erobert. Die alte Kultur von Tiwanaku am Titicacasee war erloschen. Und dann kam wohl wieder mal ein El Niño-Jahr mit all seinen Katastrophen. Trockenheit in den Bergen, Regenfluten an der Küste. In solchen Jahren treibt der Humboldt-Strom ein Floß von allein nach Westen, in die Südsee und zur Osterinsel. Es passt doch alles prima zusammen. Wo endet der Mythos und wo beginnt die Historie? Jedes Jahr, am Ende des Sommers,
feiern die Inselbewohner die Ankunft eines legendären Königs. Sie nennen ihn Hotumatua. Er soll von Westen gekommen sein, aus dem fernen Polynesien. Hotumatua brachte seine besten Krieger, Bauern und Fischer mit. Und auch seine Lieblingsfrau, so heißt es. Die Fremden machten die Insel urbar, bauten Altäre und huldigten ihren Göttern. Neuere Forschungen belegen, es waren Polynesier, die als erste auf der Osterinsel siedelten. Thor Heyerdahl hatte sich geirrt. Bei dem farbenprächtigen Ereignis bewegen sich exotische Tänzerinnen zu traditionellen Rhythmen. Vogelmenschen stolzieren auf Stelzen durch die Menge. Kannibalen erschrecken die Festgäste. Erinnerungen an graue Vorzeit. Prächtig geschmückte Prunkwagen mit allegorischen Darstellungen. Symbole für wichtige Etappen der Inselgeschichte. Mit im Korso dabei die Figur eines Vogelmenschen. Ein Sinnbild peruanischer Herkunft, so viel steht fest. Ein Kultplatz hoch über den Klippen der Osterinsel. Vor Jahrhunderten von den Einheimischen errichtet. Die Steinsetzungen präsentieren sich übersät mit Petroglyphen, Darstellungen von Vogelmenschen. Das Motiv womöglich ein Erbe der Inka, vielleicht sogar der Priester des Tupac Yupanqui. Ich verstehe nicht, warum die klassische Osterinselforschung die peruanischen Bezüge nicht wahrnimmt. Dabei steht doch fest, die Inka sind auf die Osterinsel gekommen, so wie Polynesier in früher Zeit nach Südamerika gelangt sind. Für mich ist das ein überflüssiger Streit. Denn für diese Annahmen liegen zahllose Beweise vor. Lange mag der Inka-Fürst an den fernen Gestaden nicht geblieben sein. Professor Del Busto ist sicher, die Osterinsel war für die Besucher nicht mehr als ein willkommener Abstecher. Zu holen gab es dort nichts. Weder Gold und Silber noch Spondylusmuscheln. Das Eiland kein lohnendes Ziel für künftige Handelsfahrten. So haben die Inka bald die Segel gesetzt und Kurs weiter nach Osten genommen. Leichter gesagt als getan. Denn auf der Route nach Hause mussten die Seeleute all ihr Geschick aufbieten gegen Sturm und widrige Strömungen. Die günstigen Westwinde wehen nur wenige Wochen im Jahr. Wie sie die Gefahren meisterten oder ob sie Umwege fuhren, über die Heimreise der Inka-Expedition schweigt sich die Chronik aus. Doch es müssen schreckliche Monate auf dem engen Floß gewesen sein. Krankheiten und Mangel an Vorräten haben schon zahlreiche Pazifiküberquerungen scheitern lassen. Schließlich mussten die Indios Tausende von Seemeilen zurücklegen. Doch entgegen aller Widrigkeiten schafften sie irgendwie den Weg zurück in die Heimat. Eine grandiose Leistung. Zu einer Zeit, als die Navigation noch am Anfang stand. Vor allem nachts fehlten den Floßfahrern geeignete Instrumente. Am klaren Sternenhimmel diente das Kreuz des Südens als verlässliche Orientierungshilfe. Sarmientos Bericht über die Odyssee des Inka erregt am spanischen Hof großes Aufsehen. Nur wenige Jahre später schickt König Philipp II. Seine Flotte in die Südsee. Fasziniert von den Erzählungen des Inka, fasst Sarmiento den Entschluss, als Steuermann mit an Bord zu gehen. Als der Alte schließlich einen Kalenderstein hervorkramt, traut der Spanier seinen Augen nicht. Der Indio sagt, sein Großvater habe das Stück von Tupac Yupanqui erhalten. Chincheros, eine Wegstunde oberhalb von Cusco, mitten in den Anden. Spanische Kolonialbauten und eine Kirche, errichtet auf den Mauern eines Inka-Palastes aus dem 15. Jahrhundert. Dort hat sich Tupac Yupanqui zur Ruhe gesetzt. Die Fassade dieses Palastes hat eine Reihe trapezförmiger Nischen. Offenbar hatte man hier lebensgroße Idole aufgestellt, die Tupac Yupanqui von seinen Eroberungszügen mitbrachte. In diesem Palast starb er um das Jahr 1485. Er war gerade mal 45 Jahre alt.
Das Meer der Zeit und die Erinnerungen. Der Titicacasee, das zentrale Heiligtum des alten Inka-Reiches. Dort feiern die Uru-Indianer zum Sommeranfang ein großes Fest. Schamanen beschwören die Naturgeister und weihen Coca-Blätter zu Ehren des Inka-Stammvaters Manco Capac und seiner Schwester, den Kindern des Sonnengottes Inti. In festgelegten Zeremonien lassen die Nachfahren die uralten Mythen wieder aufleben. Auch der Vogelmensch hat darin einen festen Platz. Ebenso wie das Gebet an die Sonne. Die göttliche Urkraft, die alles Leben schuf, Menschen, Tiere, Pflanzen. Und die den Inka, der Schöpfungslegende nach, die Erde anvertraute. Macht sie euch untertan und dehnt das Reich in alle Himmelsrichtungen aus. Die große Fahrt Tupac Yupankis bis hin zur Osterinsel, demnach eine heilige Mission. Ein Vergleich mit den Feiern der Südsee-Insulaner zeigt verblüffende Ähnlichkeiten. Denn tausende von Seemeilen westwärts vollzieht sich alljährlich ein gleiches Ritual. Die legendäre Ankunft König Hotumatuas auf der Osterinsel. Zwei Versionen von ein und derselben Geschichte? Wenn die prächtig ausgestatteten Schilfboote das Ufer des Titicacasees erreichen, zelebrieren die Einheimischen noch heute die glückliche Rückkehr des großen Inka-Fürsten. Seine Odyssee zur Osterinsel, überliefert von spanischen Chronisten. Ein Mythos, der Jahrhunderte überdauerte. Nächste Woche suchen wir in Südostasien das sagenhafte Goldland Sriwijaya. Ein Imperium, das zu den mächtigsten Seereichen des Mittelalters gehörte und heute beinahe vergessen ist. Wir bringen Geheimnisse und unermessliche Kunstschätze ans Licht.